Das wird natürlich ein Platz in unserem Arbeitszimmer finden. Ich denke so alles. Letzter Arbeitstag für Uwe Teschner. Bei einer Feierstunde im kleinen Ratssaal hieß es heute für Plauens Kultur- und Sozialbürgermeister Abschied vom Arbeitsplatz nehmen. Dazu hatte sich der 57-Jährige unter anderem zahlreiche Wegbegleiter und Mitarbeiter eingeladen, die allesamt nicht mit leeren Händen kamen. Von der Stadtverwaltung als seinem langjährigen Arbeitgeber gab es beispielsweise ein Kunstwerk von Lothar Rentsch. Hinter Uwe Teschner liegt ein Vierteljahrhundert Plauener Rathaus, wo er unter anderem als Dezernent, vor allem aber als Bürgermeister die Geschicke der Spitzenstadt mitbestimmte. Jetzt ist für den Parteilosen Schluss. Die Entscheidung dazu hat er bereits im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit der Oberbürgermeisterwahl gefällt, wo er gegen Ralf Oberdorfer antrat und verlor. Auch wenn Uwe Teschner die lokalpolitische Bühne verlässt, denkt er noch lange nicht ans Aufhören. In der Zukunft will er als Selbstständiger Projekte entwickeln und als Berater tätig sein. Seine Nachfolge auf dem Sessel des Sozialbürgermeisters übernimmt ab August Steffen Zenner von der CDU, der Anfang Juni vom Stadtrat gewählt wurde.